So, hier ist nun Teil 2 zum Thema Phantom 4 Pro Plus. Ich hatte schon angekündigt, dass ich dann die Geräte laden werde, was ich mittlerweile auch getan habe. Und zwar zuerst die Fernsteuerung. Dazu befindet sich hier an der rechten Seite so eine Klappe, sage ich mal, so ein Schwabbelteil hier, so ein weiches, das kann man aufklappen und da rein kommt dieser Stecker vom Ladegerät. Mal dazu machen. So, zu Beginn des Ladens blinkte die erste und die zweite Leuchtdiode, war so ziemlich leer der Akku, weil das wäre noch der Originalzustand nach Lieferung, genauso wie der Akku der Drohne selber. Ich habe dann den Akku also geladen, der Fernsteuerung, und der Ladevorgang hat 2,5 Stunden gedauert, bis also alle erst an waren, kurz, und dann ausgingen. Also das war der Ladezustand beendet und konnte dann anschließend den Akku der Drohne laden. Ich will nur mal kurz zeigen, dass der müsste jetzt voll sein hier. Ich drücke mal ganz kurz auf ein und aus ist das hier. Dann gehen kurz alle vier an. Müssten gleich wieder ausgehen. Okay. Der ist also voll. Dann habe ich mir den Akku der Drohne genommen. Der war ungefähr im gleichen Zustand, also nur die ersten beiden blinkten, habe dieses Teil angeschlossen und zwar, achso, muss ich erstmal hier, das so neben hinten ist ja dieser Anschluss und darin passt dann nur in eine bestimmte Richtung. Also man kann nicht beliebig einstecken, muss schon darauf achten, wenn es nicht reingeht, ist es verkehrt, wenn es reingeht, ist es okay. Das kommt also da rein und dann habe ich den Ladevorgang überwacht. Temperatur überwacht, indem ich mit dem guten Flucke-Thermometer mittig auf den Akku gehalten habe und die Temperatur abgelesen. Daraus ergab sich, dass nach 50 Minuten dieser Akku eine Temperatur von, na, das waren 56 Grad erreicht hatte, also verdammt heiß, kann man sagen. Danach ging allerdings die Temperatur wieder runter, bis zu dem Zeitpunkt, als der Akku voll war. Und das waren dann etwa um die 43 Grad, weil ich das hier messen konnte. Und dann war der Akku voll nach, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, einer Stunde 15 Minuten. Also dieser Akku war voll, der müsste jetzt auch dasselbe anzeigen wie die Fernbedienung, die Fernsteuerung. So kommt der auch in die Drohne rein. Ich drücke mal kurz. Man sieht es. Alle vier leuchten. Heißt, Akku ist voll. Kann ich gleich wieder reinstecken irgendwann. Ich habe dann natürlich auch den Akku selbst Temperatur überwacht mit diesem Messgerät und habe festgestellt, dass während der ganzen Zeit die Temperatur nur 2-3 Grad höher war als Zimmertemperatur. Also der hat sich beim Laden fast gar nicht erwärmt. Das Ladegerät schon ganz extrem, wie ich schon sagte, 56 Grad Celsius waren das. Ja, noch etwas zum Thema Akku. Und zwar dieser hier von der Drohne selber. Ich habe mich da ein bisschen schlauer gemacht, ein bisschen gelesen. Natürlich wusste ich vorher auch nicht. Diese Akkus sind ja bekanntlich sehr teuer und es ist ja auch wünschenswert, dass die möglichst lange halten. Nun ist es so, wenn man der Bedienungsanleitung glauben kann, dass wenn man den Akku voll lädt und der bleibt jetzt liegen, entlädt sich dann mehr oder weniger selber so ein bisschen, dass der dazu neigt, sich aufzublähen innen drin. Habe ich zwar noch nie gehört, aber wenn die das schreiben, wird es ja aber so sein. Und deshalb gibt es da eine Schutzvorrichtung, das ist ein intelligenter Akku, den kann man, wenn der im Gerät ist, ja im Fluggerät ist, programmieren. Und zwar hat man die Möglichkeit, den so zu programmieren, dass der sich nach einer bestimmten Anzahl Tagen selbst
auf ja, 65% der Gesamtkapazität entlädt und kann in diesem Zustand angeblich auch lange Zeit gelagert werden. Es hängt nur dann davon ab, wie man die Drohne benutzt. Deswegen kann man auswählen, ob dieses Selbstentladen auf die 65% der Kapazität nach einem bis maximal 10 Tagen erfolgen kann. Man kann also in Eintagesschritte auswählen, wann soll sich der Akku automatisch auf diese 65% entladen. Das musst du selbst entscheiden, hat ganz mit dem Nutzungsverhalten der Drohne zu tun. Wenn man den jeden Tag benutzt, dann ist es, glaube ich, ja, gar nicht so sinnvoll, diese Sache einzuschalten. Muss man selber wissen, mal selber lesen und dann entscheiden, was mache ich am besten. Nehme ich einen Tag, nehme ich 10 Tage, nehme ich 5 Tage. In jedem Fall, wenn der Akku jetzt gelagert werden soll, längere Zeit, wenn man das Teil nicht benutzt, vielleicht im Winter natürlich, Herbst, Winter, wenn selten das Wetter so ist, dass man damit fliegen kann, dann sollte man das sofort machen, sollte den so einstellen, dass der innerhalb eines Tages diese 65% hat, indem er den Akku soweit entlädt. Dieser Akku macht das selbstständig, der muss also nicht in der Drohne sein, so viel, weit wie ich das lesen konnte. Man kann ihn also irgendwo hinpacken und der macht das dann eigenständig, ohne in der Drohne zu sein natürlich, wie ich gerade schon sagte. Und was war noch, ehe ich es vergesse, habe ich doch, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ich wollte gerade was sagen. Nee, jetzt ist es mir entfallen. Wie so oft will man was sagen und dann im nächsten Moment ist es weg. Vielleicht war es sogar nicht so wichtig. Muss doch mit dem Laden zu tun haben. Ach so, ja, doch. Es passiert dann laut Bedienungsanleitung Folgendes: Der Akku entlädt sich ja eigenständig. Da steht da drin, in welcher Zeit er sich entlädt. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Jedenfalls wird der in dieser Zeit des Entladevorgangs auf 65% Kapazität wird der Akku warm. Also nicht heiß eigentlich, sondern warm, wie das steht wörtlich. Okay, das ist das zum Thema Akkus. Ich denke, dass es einigermaßen interessant war für Leute, die das noch nicht wussten oder für Leute, die sich diese Drohne kaufen wollen und noch Entscheidungshilfen benötigen. Ich meine, es war sinnvoll und ich denke mal, ein Daumen hoch wäre durchaus drin, damit ich auch motiviert bin, weiterzumachen. Es soll nämlich als nächstes ein Video kommen, in dem ich die Fernsteuerung aktiviere. Das habe ich bis jetzt natürlich noch nicht gemacht. Da soll man unter Umständen dann Daten eingeben und bestimmte Einstellungen machen. Die Drohne muss, glaube ich, auch in Betrieb sein, damit die Daten auch übertragen werden, die man einstellt. Das ist also das nächste, was ich machen will in den nächsten Tagen. Und wenn ich das gemacht habe, das Video ist fertig, was die Fernsteuerung betrifft, dann erscheint ihr auch bei YouTube. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch was gefallen hat oder genutzt hat und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.